So, ich hoffe dann, dass die Versuche zu sehen sind, dass die entsprechenden Leute drauf geklickt haben. Dieses Video bleibt ja offen. Wir machen mal weiter. Zweiter Teil. Ich hatte was gesagt, und zwar nochmal zu dem Hebel. Als wir hier diese 1 Kilogramm drauf stehen hatten, 1 Kilogramm. 1 Kilogramm ist die Masse. Welcher Gewichtskraft entspricht das? So, also, jetzt haben wir das geklärt. F2, 1 Kilogramm entspricht rund 10 Newton. Und F1 wollte ich da schreiben. F1, bei 80 Gramm haben wir nur 0,8 Newton. Wir haben hier einen Hebel von 86 cm und hier von 14 cm, weil es insgesamt ein 1 Meter langes Lineal war. Ich habe jetzt mal so getan, als wenn ich die Masse auf einem Punkt, und zwar am Ende des Hebels, vereinigt hätte. Das stimmt nicht ganz, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Nochmal schnell überprüfen. Wenn das alles so ist, dann müsste ja nach F1 mal L1 ist F2 mal L2 hier, nach dieser Wippenregel hier, das mal gleich eingesetzt, müsste ja Folgendes passieren. Dann müsste ich ja sagen, F1, das sind 0,8 Newton, mal 0,86 Meter. Ich könnte es auch mit Zentimetern machen, mache ich jetzt aber mit Metern. Müsste genauso sein wie 10 Newton mal 0,14 Meter. Und das können wir ja leicht mal ausrechnen und überprüfen, ob das stimmt. Sieht das so aus, als wenn das stimmte? Vom Aussehen her? Wenn ich hier einfach mal die Zahlen nehme, 8 mal 8 ist 64, vielleicht ein bisschen mehr, um die 70. 10, hier ergibt sich irgendwas Verkehrtes, ne? Wir können es ja gerne mal ausprobieren. Ich mache mal kurz Pause, wir rechnen mal ganz schnell aus. So, jetzt haben wir hier Folgendes ausgerechnet. Das wären 0,688. Und die Einheiten fassen wir zusammen, Newtonmeter. Und 10 mal 0,14 ist, nanu, 1,4 Newtonmeter. Wie kann denn das sein? Entweder wir spinnen oder wir haben was ganz falsch gemacht. Wir können ja nochmal überprüfen hier, die 86 Zentimeter, die stimmen. Selbst wenn ich 87 Zentimeter nehme, es wird nicht viel mehr. Und hier 14 Zentimeter, ja, 0,14 Meter mal 10 Newton. Donnerwetter, was ist uns hier schiefgegangen? Das müssen wir jetzt diskutieren. Wir machen jetzt eine sogenannte Fehlerbetrachtung. Das ist wie so ein kleines Protokoll, was wir hier fertigen. Und wir sagen, verflucht Joche, wir haben einen Versuch durchgeführt. Und normalerweise unser physikalisches Wissen nicht, aber hier ist Folgendes passiert. Jetzt haben wir eine Idee dazu, und zwar die Massen standen ungenau. Das stimmt. Was gibt's noch? Ja, jetzt haben wir überlegt, die Rechnung haben wir nochmal überprüft. Nee, beim besten Willen, die Rechnung stimmt, aber es kann sein, dass wir ungenau abgelesen haben. Aber ich wage zu behaupten, dass ich nicht dumm bin und dass wirklich ein Lineal abzulesen ist und das sogar mit hellem Licht und Brille hatte ich auch auf, also es müsste geklappt haben. Es gibt noch einen anderen Fehler, den haben wir gar nicht berücksichtigt. Da müssen wir nochmal nachdenken. Wir nehmen ja immer so hin, dass der Hebel einfach so ein Hebel ist und dass der Hebel ja einfach ideal nichts dazu beiträgt zum Ganzen. Woran könnte es also liegen? Ganz genau. Mit gewisser Vorarbeit hat es dann eine Schülerin rausbekommen. Na klar, unser Hebel, der hat ein Eigengewicht. Hebel hat ein Eigengewicht. Ich sage ganz bewusst Gewicht. Na klar hat der Hebel auch eine Masse, aber die Masse, die bewirkt eine bestimmte Gewichtskraft hier auf der Erde. So, der Hebel hat ein Eigengewicht. Und das Schlimme war, und jetzt zeige ich das mal, das mache ich mal in Rot, dieses Stück Hebel, Gewicht, verteilt über die gesamte Länge, ist wesentlich mehr gewesen als dieses Stück. Ganz genau, und das ist der Haken. Das müsste man am besten natürlich irgendwie versuchen auszugleichen. Aber das kann man nur, wenn man hier die Mitte nimmt. Und dann ist unser ganzer Versuch ja für die Katz, ne? Wir wollten ja zeigen, dass man damit auch sowas anstellen kann. Es gibt da noch eine andere Variante, und zwar ein sogenannter, das hier ist ein zweiseitiger Hebel, weil er zwei Hebel auf beiden Seiten des Drehpunktes hat. Und es gibt noch einen einseitigen Hebel. Das können wir dann noch machen. Aber jetzt erstmal dazu ganz genau. Der Hebel hat ein Eigengewicht. Und das haben wir hier in diesem Fall vernachlässigt. Das ist immerhin ein Holzlineal gewesen. So, ich mache mal Pause. Das müssen wir an der Stelle nochmal schnell durchdiskutieren. Zum zweiten Teil.
Wir haben hier unseren Flaschenzug, jetzt habe ich ihn bloß noch ganz grob angedeutet. Mit dem Flaschenzug haben wir eben noch mal schnell das Gewicht von 50 Newton Gewichtskraft, 5 Kilogramm Masse, 1 Dezimeter hochgehoben. Jetzt ist die Frage, wie viel Kraft habe ich am Seil benötigt? Ich musste dazu, haben wir auch ungefähr abgemessen, ziemlich genau, 7,5 Dezimeter Länge rausziehen. Wenn ich mir das wieder in meiner Formel F1 mal S1 und so weiter, L ist in diesem Fall eine Länge, ist auch ein Weg. Wenn ich mir das klar mache, dann habe ich 50 Newton mal 1 Dezimeter, ich bleibe jetzt mal bei Dezimeter, ist gleich F2 mal 7,5 Dezimeter. Wenn wir das mal auflösen nach F2, das soll alleine stehen, also ich teile durch 7,5 Dezimeter, dann müsste sich ja jetzt was ergeben. So, ihr schreibt mal mit und rechnet das ganze Ding mal aus, wie viel F2 ist. Und wir melden uns dann wieder. So ist die Formel. So. Jetzt haben wir das mal ausgerechnet. Wir kommen auf 6,6 Periode 6 Newton. Ist diese Kraft hier, mit der ich dran ziehen muss. Nur mit Nebenrechnung und so weiter. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Also die übliche deutsche Rechenkunst angewandt, die wir ja kennen. Das entspräche einer Masse, das entspricht, also das ist gleich mit dem Dach, heißt entspricht, einer Masse von 666 Gramm, 0,6 und so weiter. Und jetzt wollen wir mal überprüfen, das heißt, wir hängen hier an diese Strippe, hier an die lange, hier hängen wir mal ganz einfach 666 Gramm ran und mal sehen, ob das diese 5 Kilogramm hochzieht. Mal sehen. Wir haben jetzt eben mal gezeigt, also wie gesagt, das ist dann der Videolink wieder. Da geht es nochmal zu dem Versuch, mit dem Gegengewicht den Flaschenzug irgendwie zu bewegen. Und zwar haben wir gemerkt, dass der Flaschenzug aufgrund des hässlichen Materials, das ist nichts Besonderes, kein und nicht mal geölt, gar nichts, dass er einen ziemlich großen Widerstand hat. Mal eine andere Frage hatte ich gerade gestellt: Weshalb hat ein Fahrrad eine Kette und keinen Keilriemen? Ein Keilriemen, der sieht so keilförmig aus, wie ich es hier angedeutet habe, der muss hier in dem Keilriemenrad, muss der reiben, richtig kräftig reiben, damit das Rad nicht durchrutscht. Werden wir später alles mal angucken. Und dieses Keilriemenrad, das selber ist ganz bewusst so gebaut, also dass der Keilriemen hier richtig Reibung hat. Da hätte man beim Fahrrad nämlich viel zu tun. Aber zum Fahrrad. Ein Fahrrad hat vorne im Allgemeinen ein größeres, man sagt dazu Ritzel. Boah, das ist auch ein schlechter Kreis. Man sagt dazu Ritzel, also das Kettenrad, sagt man Ritzel dazu. Und hinten hat es im Allgemeinen ein kleineres. Und selbst da kann man sagen, die goldene Regel der Mechanik funktioniert auch. Der Kettentrieb ist übrigens ein sehr guter Trieb, der hat kaum Reibung. Ganz, ganz wenig, vielleicht 5% ungefähr, gehen da verloren mit Reibung. Wenn ich hier zum Beispiel sage, das sind 42 Zähne und hier hinten hätte ich 13 Zähne auf den Zahnrädern. Dann kann man Folgendes machen, dann kann man wieder sagen, hier vorne muss ich wenig treten, also wenig Weg, und hier hinten dreht es entsprechend viel schneller. Das ist das Typische, wie man die goldene Regel der Mechanik auch beim Fahrrad erkennen kann. Entsprechend, wenn ich hier andere Gänge reinschalte, kann ich diese Regel, das ist das Schöne, wie man auch mit der Gangschaltung ausprobieren kann. Wie kann ich denn die goldene Regel der Mechanik für mich nutzen? Wenn ich zum Beispiel einen steilen Berg habe, dann nehme ich vorne ein kleines Ritzel und hinten ein größeres und so weiter und so fort. Noch eine Anwendung der goldenen Regel der Mechanik ist die sogenannte schiefe Ebene. Auf der schiefen Ebene machen wir uns Folgendes zunutze. Da sagen wir, wenn ich ein Fass zum Beispiel, ein schweres Fass, hochrolle, lass das Fass ein 100 Liter Bierfass einer Brauerei sein, dann werden es 1000 Newton Gewichtskraft. Fg, 1000 Newton. Also das anzuheben bedeutet 1000 Newton wenigstens in die entgegengesetzte Richtung nach oben zu bewegen. Und das ist schwer. Das ist wirklich für einen erwachsenen Mann immer noch ganz schön schwer. Und wenn ich das 1 Meter hochheben will, dann kann ich mir die Sache leicht machen. Ich kuller das Fass hoch, habe allerdings dafür einen viel längeren Weg und kann dementsprechend wieder sagen, dann ist diese Kraft zum Hochkullern, hier diese, dann ist die wesentlich kleiner, wenn ich hier dafür ganz viel Weg nehme. Das sind kraftsparende Einrichtungen, kraftumformende Einrichtungen. Das ist eine typische Sache der Physik. Also fassen wir nochmal zusammen. Die goldene Regel der Mechanik besagt, was ich an Kraft einspare, muss ich an Weg aufwenden. Ganz typischer Fall, wenn ich hier was einspare, indem ich das Fass einfach hochrolle, dann brauche ich ganz wenig Kraft.
als wenn ich sage, ich muss es direkt hochheben. Dafür muss ich aber einen ziemlich langen Weg in Kauf nehmen. Aber das macht im Allgemeinen nichts. Umgekehrt Fahrradgetriebe. Wenn ich hier wenig trete, dreht sich mein Rad hinten ganz schnell. Andererseits, wenn ich hier wenig Kraft aufwenden will, dann schalte ich vorne auf einen kleinen Gang, muss dafür öfter drehen und komme dafür mit weniger Kraftaufwand den Berg hoch. Ein Keilriemen, hatten wir gesagt, ist ja ein schönes Getriebe, funktioniert übrigens auch so, können wir dann später noch machen. Keilriemen ist nichts Schlechtes, aber in diesem Fall für ein Fahrrad nicht zu gebrauchen. Das war die Eingangsfrage fürs Fahrrad. Oder Flaschenzug, da kamen wir ja auf die Reibung. Auch beim Flaschenzug gilt die goldene Regel der Mechanik hier oben. Hier haben wir sie angewendet. Hier, von hier bis hier. Wir haben gleich eingesetzt. Und wir haben auch gesehen, dass man ein großes Gewicht nur wenig hebt, dafür aber viel, viel, viel am Seil ziehen muss. In diesem Fall das 7,5-fache. Naja, unsere Fehlerbetrachtung nochmal rückwärts gesehen. Wir hatten bei unserem Hebelexperiment natürlich, und das war das Problem, hatten wir vergessen, das Eigengewicht des Hebels selber, nämlich das war ja ein Holzlineal und bei solchen geringen Gewichtskräften, relativ geringen Gewichtskräften, macht das schon was aus. So, ich schließe jetzt das Video ab und wir werden die ganze Sache beenden mit: Wie ist Physik? Genauso.